Grüß Gott. Ich begrüße euch heute im Skapulier der Brüderschaft der Sieben Schmerzen Mariens. Da bin ich Mitglied, seitdem ich in Elchingen verabschiedet wurde und bin dadurch mit dem schönen Bergdorf weiter in Verbindung. Dahin führe ich euch heute bei einem Ausflug, und zwar in den Klostergarten mit den Darstellungen der Sieben Schmerzen Mariens. Die sieben Bronzefiguren stammen von Professor Waldemar Otto aus Worpswede. Ich kann sie jetzt nur in aller Kürze euch zeigen. Am Schluss gebe ich einen Hinweis, wie ihr sie ausführlicher betrachten könnt. Station 1. Die Beschneidung Jesu. Die Mutter empfindet diese Schmerzen mit, wenn das Kind an der Vorhaut beschnitten wird. Ein jüdischer Brauch, auch bei Moslems, am achten Tag nach der Geburt. Station 2, die Flucht nach Ägypten. Maria und Josef waren Flüchtlingsleute. Dieses Schicksal blieb ihnen nicht erspart. Sie kommen glücklich zurück. Dritte Station, Jesus geht seinen Eltern verloren. Er bleibt tagelang zurück bei einer Wallfahrt nach Jerusalem und sagt, ich muss doch im Haus meines himmlischen Vaters sein. Vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter, während er das Kreuz nach Golgatha tragen muss. Die fünfte Station, Maria harrt aus unter dem Kreuz. Er ruft ihr zu, Weib, siehe, das ist dein Sohn, und meint jetzt den Johannes. Und zu dem Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Sechste Station steht so nicht in der Bibel. Der Leichnam Jesu wird Maria in den Schoß gelegt. Wir nennen das auch Vesperbild oder Pietà. Siebte Station. Die Frauen, die mit Jesus gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde. Auch hier sehen wir Maria dabei. Ihr könnt ausführlicher das Ganze betrachten und meditieren auf der Website, die ich hier angebe, www.prozessionsweg-oe.de. Mit der Betrachtung der sieben Schmerzen Mariens denken wir an die eigene Mutter. Ich denke an meine Mutter Mina, sie ist 78 geworden. Danke, Mama. Und der Dank an die Mütter. Ihr fiebert mit den Kranken, ihr zittert mit den Süchtigen, ihr gebt den Einsamen Halt und Zuspruch, ihr teilt Trauer und Leid an den Gräbern, ihr gebt den Flüchtlingen Heimat. Ihr pflegt die Sterbenden und wiegt sie in den letzten Schlaf. Danke, ihr Mütter. Alles Gute euch Müttern. Alles Gute euch allen. Euer Ernst.